Bewohner einziehen. Glaube ich. Hoffe ich. Und die Dings-Tante ist da. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Freitag, der 27. März. Die Neuigkeiten heute? Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Gladiva begrüßen. Barry! Ich hoffe, dass ihr ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Das war alles. Und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Barry ist da! Barry! Den wir auf der Insel angequatscht haben. Ladezeiten des Horrors. Oh mein Gott, Barry ist da. Hallo Milk, schön, dass du da bist. Ich hab Post. Ach ja, meine Schuhe. Gulliver hat auch was geschickt. Ahoi, Maika, ich wollte mich bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast, aber ich hatte deine Nummer gar nicht. Deshalb hier per Post. Wie antiquiert. Viel Spaß damit und nochmal danke. Von Gulliver, dem Verschollenen. In die Tasche. Können wir gleich wegwerfen. Und das. Was hat uns Gulliver geschickt? Nee, das ist Medizin. Ein Brettspiel. Das hat sich gekauft. Tragen. Und genau, so finde ich cooler. Was ist das? Oh. Nee, ich nehme doch lieber den Filzhut. Nehme ich doch lieber Filzhut. Ah, ich kann eigentlich auch das Kleidungsstück da einpacken. Ich meine, ist irgendwie doof, wenn hier so die Sachen irgendwie einfach nur so in den Dings sind. Katzenmütze, Schirmmütze. Ach ja, das Brettspiel. Was mache ich heute? Ich habe keine Ahnung. Auf wahrscheinlich einfach mal so rumgucken. Und ja. Ich werde heute kein Haus fertigstellen. Einfach aus dem folgenden Grund. Ich will auch mal auf Screen spielen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich möchte auch mal auf Screen spielen. Weil wenn ich jetzt wieder ein Haus fertigstelle, dann muss ich halt bis Montag warten. Und deshalb, ja, mal schauen, was wir machen. Erstmal die Dailies. Erstmal wieder so, die ganzen Sachen hier farmen. Barry begrüßen. Außerdem habe ich gesehen, dass die Igel-Tante da ist. Oh, ich habe wieder, Blümchen hier. Also wir haben Pfirsiche. Ach, Pfirsiche, bitte. Juten, Pfirsiche. Wir müssen ja noch den Barry auch begrüßen. Kann ich machen, wenn du möchtest. Aber ich möchte gerade noch so kurz die Dailies fertig machen. Ich muss ja auch mit den Leuten reden. Hallo. Hallo, wie läuft's bei dir so, Pieps? Lass uns quatschen. Hey, trainierst du fleißig? Dann vergiss nicht, genug zu trinken. Hey, du. Guten Tag. Momentchen, habe ich dich nicht vor einer Weile schon im Laden gesehen? Mach dir nichts draus, falls du es vergessen hast. Aber ich bin Tina. Ich bin eine alte Freundin von Nepp und Schlepp und natürlich auch Tom Nook. Eine ganz alte Freundin. So habe ich von Ladiva gehört und kam hierher, um Kleider und anderen Kram zu verkaufen. Langfristig träume ich davon, hier ein Geschäft zu eröffnen, aber erst, wenn ich einen Kundenstamm habe. Ich werde bestimmt jede Woche ein paar Tage bei euch auf der Insel sein, also sprich mich ruhig mal an, ja? Ach, weißt du was? Wo wir schon dabei sind, möchtest du mal sehen, was ich heute im Angebot habe? Auf jeden Fall. Spitze, dann zeige ich dir gleich mal, was du heute Tolles bei mir kaufen kannst. Bitte lass was Gutes dabei sein. Ich finde gerade nichts wirklich so schön. Ist gekauft. Gerne doch. Ich muss das sofort abgeben, okay. Danke. Möchtest du sonst noch etwas anschauen? Die Cargohose kostet 700. Wie wär's damit? Ich würde ganz gern halt so eher so ein Vorschau-Ding haben. Das wäre cool. Ah, vielleicht kommt das noch.
Danke. Was möchtest du noch anschauen? Hier, ich nehme noch den Feinstrickpullover. Na, wie hörst du mit? Gerne so. So, jetzt hat die Alte mich pleite gemacht, ne? Das ist so krass. Danke. Möchtest du sonst noch etwas? Nee. Fertig. Mein Angebot wechselt übrigens ständig, aber also lohnt es sich immer einen Blick zurückzukehren. Vergiss nicht, wenn ich hier auf der Insel bin, kannst du von frühmorgens bis 22 Uhr bei mir vorbeischauen. Ja, ich will mich mal angucken. Wie sieht denn die Strickweste aus? Tagehose. Kein Strickpullover. Naja. Engelshirt. Mein Design hätte ich ganz gern. Anziehen. Hier platzieren. Aber ich habe es nicht so als T-Shirt, ne? Feinstrick? Ringel? Nee. Schade. Aber so geht's auch. So sieht das also aus. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gut finden soll. Wird das so hingestellt? Mache ich. Wird das denn so etwa so hingestellt, wie ich... Oh, ist aber ein bisschen dunkel. Hola, Dio, oh mein Gott, schön, dass du gleich vorbeischaust. Das Auspacken wird sicher noch den ganzen Tag beschäftigen. Aber ab morgen bin ich zu allem bereit. Als Nachbarn können wir jetzt jeden Tag die tollsten Sachen unternehmen, Brumm. Er ist so niedlich. Ich liebe Barry. Barry ist toll. Aber bleibt das jetzt hier so stehen, wie ich dem das da so jetzt hingemacht habe? Nee. Oder doch? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ich meine, er kann ja seine Sachen haben. Das ist ja nicht das Problem, aber... Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. So. Ich glaube, so gefällt es mir den doch ein bisschen. Hallo, Resi. Schön, dass du da bist. Da ist Dingsbums. Da ist das große Money. Oh yeah. 1000 Sterne, Sack. Und da ist die Schaufel kaputt. Ah, oh, von meiner Wackelschaufel muss ich mich wohl verabschieden. Ich habe zwar noch die anderen, aber... Warum nicht? Ich habe Zeit. Komm schon! Wo war eigentlich mein Golddings drin? Das ist die Frage. Komm schon, also hier war kein Gold drin. Wahrscheinlich auf einen der anderen. Ich habe, glaube ich, noch so zwei Steine. Eigentlich müsste ich jetzt mal Nacht spielen, weil ich weiß nicht, was der Geist macht, ne? Der Geist gibt es ja auch noch. Ah, hier habe ich auch Pfirsiche gepflanzt. Sieh mal an. Ein Fossil. Ah, den können wir wieder zu Eugen. Sehr schön. Ich liebe das Museum. Wie findet ihr denn das Museum? Ich habe ein Fossil ausgegraben. Also hier sind noch meine Bäume. Also der Sprungstab hält ja ewig. Was gut ist. Das ist meine Angel, die brauche ich nicht. Schaufel brauche ich eher. Ich habe ein Fossil ausgegraben. So.
Warte, wo denn? Hier unten war, glaube ich, kein Stein mehr. Doch, auf meiner kleinen Insel war noch ein Stein. Und da müsste ich mal oben gucken. Was muss ich eigentlich als für Nookmeilen machen? Fange Fische, lasse Fossilien bestimmen, verkaufe Obst, hacke Holz. Ja, das ist ja nicht das Problem. Gib mir mal die Wackelaxt. 1, 2, 3. Zählt das? Ja. Sehr schön. Okay. Ich meine, das sind nur 4 Bäume, die man machen muss. Also ist vollkommen in Ordnung. Und das Obst kriegen wir auch verkauft. Das ist auch nicht das Schlimmste. Ich habe hier oben noch ein paar Obstbäume. Und da ist die Wackelaxt kaputt. Ja, ich weiß meine Nookmeilen. Sprich mit deinen Nachbarn. Habe ich eben gerade gemacht, ne? Einmal rüber. Ach, das ist die falsche Insel. Ich muss hier rüber. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann halt so. Ein Sandläufer. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schmetterling auch schon habe. Eine weiße Baumnymphe. Wo ist denn mein Goldstein? Den kann ich gut gebrauchen. Nachdem ich so viele Klamotten gekauft habe. Ah, da ist er doch. Komm schon, du schaffst es. Ich glaube, die Jeanshose hat mir irgendwie besser gefallen. Ich glaube, ich ziehe wieder die Jeanshose an. Das fand ich irgendwie, glaube ich, cooler. Cargohosen sind halt nicht für jedermann. So. Ali, hopp. Ausrüsten. Moment, ich muss ja noch auch Obst verkaufen. Wenn ich ja schon mal hier unten bin, kann ich es ja gleich mitnehmen. Ach, warum wird mir da bitte schön die Leiter nicht angezeigt? Doch, schwachsinnig. Wo sind die guten Steine? Marienkäfer habe ich schon. Da drüben ist noch ein Stein. Dafür brauche ich aber meinen Sprungstab. Komm schon, du schaffst es. Ich glaube ganz fest an dich. Noch ein bisschen Eisen. Okay. Das war sehr viel Stein. Das war sehr viel Stein, aber okay. Ich finde den Wasserfall so unglaublich laut. Der ist zwar cool, aber auch ein wenig laut. Eine Stinkwarze. Ich würde jetzt mich am liebsten einfach abholen lassen, ne, weil ich keine Lust habe, den ganzen Weg wieder zurückzurennen.
ausrüsten. Das ist so ein bisschen so, oh, muss ich das jetzt machen? Ja, ich muss. Anscheinend. Ausrüsten. Alle, hopp. Wie könnte ich mir auch das Kleidergeschäft gut vorstellen? Ich glaube, den habe ich auf jeden Fall. Sind das nicht mal 5 Fossilien? Ist egal. Das ist nicht so tragisch. Was möchte ich denn noch machen? Fische fangen, Fossilien analysieren, Obst verkaufen. Das kriege ich hin. Eugen, wach auf! Huch! Oh je, ich bitte um Pardon. Ich grüße Sie, Maika. Willkommen im Museum von La Diva. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich möchte ganz gern Fossilien analysieren. Huch, was darf ich denn für Sie prüfen? Er freut sich immer, wenn er was prüfen kann. Finde ich voll niedlich. Huch, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere, dann mal rasch ans Werk. Ich bin entzückt. Mein Fassi hat den 6. Sinn für Fossilfunde. Ah, natürlich. Ich gebe ihm die kostbaren Stücke, ja. Er möchte, dass wir halt wieder spenden. Er will immer, dass wir spenden. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ich will etwas stiften. Fabelhaft. Und was haben Sie denn gedacht? Sehr schön. Ich kann tatsächlich auch noch was stiften. Und auch 2 Käfer. Das ist sehr gut. Huch, gleich mehrere Stücke. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Aber bitte, Sie brauchen nicht einzelne Stücke. Nee, passt schon. Klappt schon. Danke für den Aufenthalt. Ja, Manu? Ach ja, stimmt ja. Die Nuckmalen. Jetzt geht das wieder mit Sammeln. Hm, hier unten noch irgendwas? Nö, ne? Boah, wie viele Nuckmalen man hier mal kriegen könnte. Also, da bin ich ja mal gespannt. Also, wir müssen noch 5-mal angeln auch. Jetzt bringen wir noch ein paar Sachen ins Lager und dann können wir nämlich angeln. Wir sollen ja 5-mal angeln. So, ins Lager, ins Lager. Die kommen auch erstmal ins Lager. Das sind jetzt auch nicht die coolsten Klamotten. Muss man dazu sagen. Der Rest wird verkauft. Dann könnten wir auch so ein bisschen auch unsere Schulden bezahlen. Hier ist das Angeln wesentlich angenehmer, auch wenn ich mich gerade dümmer anstelle, als ich muss. Eine Karausche. Oh, da ist leider. Ich kriege ich. Ja, vielleicht auch doch nicht. Ah, die Angel ist ein bisschen zu weit weg, aber sieht er mich? Komm schon, du siehst mich. Ich weiß es ganz genau, du siehst es. Oh nein, da ist die Angel schon kaputt. Oh nein, du hast mir gute Dienste geleistet. Na schön, dann gehen wir mal.
Komm im Nux Laden. Ach, wir verkaufen erst. Willkommen, was kann ich für dich tun? Ich will was verkaufen. Ich weiß gar nicht, was der heute Toppreis ist. Schauen wir gleich mal. Oh, da hast du ja einiges für uns, aber ich rechne mal kurz durch. So, 6100 Sternis abgemacht. Firma dankt. Nehmen wir das mal mit. Das ist eine Hängematte. Ja, nehme ich mit. Vielen Dank. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen wahrscheinlich wieder sehr viel Geld ausgeben, einfach. Bis die sagen, hier, wir wollen uns vergrößern. Nehme ich. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Habe ich alles? Vielen Dank. Ich brauche eine Axt, ich brauche eine Schaufel. Axt, Schaufel, Kescher. Angeln, ja, gut. Dann habe ich das Grundsystem ja schon mal. Vielen Dank, Dankeschön. Bitteschön. Ich mag Nepp und Schlepp. Nepp und Schlepp sind so niedlich. Ach ja, stimmt ja. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Eine Hasel, das ist aber jetzt noch nicht das Problem. Wir könnten ja mal mit dem Schaf reden. Das Schaf ist tatsächlich auch zu Hause. Und es ist hart am Ackern. Alles locker, Maike? Brauchst du meine blumige Genialität für irgendwas oder willst du nur reden? Was treibst du da? Was ich hier treibe, willst du wissen? Ja, schau es dir ruhig an. Wenn ich fertig bin, wird das... Was? Ein stabiler Eisenarbeitstisch. Basteln verlangt echtes Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt sich. Willst du auch mal ran? Ran, dir so einen Eisenarbeitstisch zu basteln? Kann ich dir zeigen, wie? Zeig! Wusst ist doch, hier hast du die Anleitung. Hau rein, Knuddel. Geil! Bin auf das Ergebnis wie ein Flitzebogen gespannt. Sachen selber machen rockt echt heavy. Oh yeah. Also es lohnt sich schon, echt mit den Leuten zu reden. Geil. Hm. Und wie sieht das aus? Okay, das ist halt ein Tisch. Es ist ein Tisch. Dann reden wir nochmal mit Barry. Ich hoffe, das zählt. Ich denke schon. Heute muss ich alles auspacken, sonst habe ich keine Zeit, neue Spielgefährten zu finden. Also schnell alles auf den Boden verteilen, wo es hingehört. Er ist so niedlich. Er ist so putzig. Er ist mir. Barry will ich auf jeden Fall behalten. Das Schaf kann von mir aus abhauen. Das ist das Top-Item des Tages. Baumstammbank. Kann ich das überhaupt machen? Hier sind Dings. Tatsächlich, aber dafür brauchst du Hartholz. Wenn ne? Darauf hätte ich aber gar keine Lust. Das wollte ich nicht. Wie los heute? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es schon so spät ist. Ich habe gehört, dass du mit Tom Nux Hilfe alles dafür getan hast, neue Inselbewohner anzulocken. Klasse Leistung. Je mehr Leute, desto mehr potenzielle Joggingpartner. Pieps. Okay, es hat gezählt, dass ich nochmal mit Barry geredet habe. Da muss ich ja noch einen Fisch fangen. Pflanze Bäume, ne. Darauf habe ich jetzt nicht so Lust. Darauf habe ich jetzt weniger Lust. Ah, kriegst du ihn? Nein. Das hat er gesehen. Oh,
verdammt, das tut mir leid. Jetzt habe ich direkt ins Mikro genießt. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Aber ich musste mich entscheiden, ob ich niese oder Fisch fange. Und ich wollte beides. Ich wollte beides. Es tut mir leid. Schande über mein Haupt. Ah, eine Flaschenpost. Bitte lass was Cooles drin sein. An den Leser dieser Nachricht. Mein Traumtagebuch enthielt diese Bastelanleitung. Davon habe ich sie nur aufgeschrieben. Ich vertraue meine Idee dem Meer an und hoffe, jemand findet sie. Sie ist auch nicht sehr kompliziert. Viele Grüße, Bär. Ein Pappbusch. Iba. Ein Pappbusch. Oh, da ist noch ein Fisch. Noch ein Fisch müssen wir fangen. Eine Makrele. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich die schon gespendet habe. Ah, so, Karausch habe ich noch nicht gespendet. Koi-Karpfen habe ich noch nicht gespendet. Makrele habe ich aber schon. Und noch eine Hasel. Na gut. Damit kann ich aber leben. Damit habe ich das dann auch fertig. Die Nuckmai lösen wir auch gleich ein. Das ist nicht das Problem. Was wolltest du mir hier zeigen? Hier diesen hässlichen Pappbusch. Ja, den keiner braucht. Den Pappbusch, den keiner braucht. Willkommen. Willkommen, Maika. Was können wir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gern, was hast du denn anzubieten? Nein, nicht meine Leiter. Oh, wirklich? Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie behilflich sein könnte. Das wollte ich eigentlich nicht. Sehr gern, was hast du denn anzubieten? So. Oh, da hast du ja einiges für uns, aber ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt 630 Sternis. Das ist sehr wenig. Firma Dank, wir hoffen, dass du uns bald wieder besuchst. Aber natürlich. Wir gucken jetzt mal, was Tom Nook zu bieten hat. Beim Nook Shopping. Ich meine, die Meilen sind ja die gleichen, die Sachen. Da verändert sich ja nicht viel. Was ein bisschen schade ist. Da hätte ich mir auch wechselnde Items gewünscht. Guck mal, wie er sich freut, dass ich da bin. Oh yeah. Bitte wählen Sie. Wir kaufen uns ein Meilenticket. Ja, ich finde das nicht so besonders, das so. Hm. Ja. Also Milk, wenn du möchtest, kann ich jetzt auf deine Insel kommen. Falls du noch da bist. Wenn nicht, gehen wir jetzt hier einfach auf irgendeine Insel. Ja, ich möchte noch etwas. Ah, ne, nicht Nook-Dings, sondern das andere. Nook-Shopping! Mountainbike, ne, Radio. Hm. Jeansrock, Regenstiefel, na gut. Hier ist jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, das ist geil. Zahl mal 13.000 ein. Ich glaube, das so, wenn man 10.000 noch so haben, ist vollkommen in Ordnung. Ist Milk denn noch da? Ich
Naja, ich habe jetzt 2000 Meilen ausgegeben. Wie viel bekomme ich? 400, ja super. Was soll's. Wieder so ein blödes Ding. Was habe ich denn da noch so an Werkzeuge einfach in meinem Schrank? Nein, das war der falsche. Finde ich aber gut, dass sie es so gemacht haben, ehrlich gesagt. Die Angel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Schaufel nehmen wir mit. Die Axt nehmen und die. Ja, komm, nehmen wir die Axt mit. Schön dunkel hier. Habe ich zwei Schaufeln. Ein Kescher, eine Wackelaxt. Und zwei Äxte. Ja gut, das reicht. Das muss reichen. Da Milk sich nicht meldet, gehe ich einfach davon aus, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Dann gehen wir auf die Insel. Also beziehungsweise auf irgendeiner Insel. Auf eine random Insel. Dum, 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 dum. Dodo! Hey, hey, willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von La Diva. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einlösen möchtest. So, für die Unterlagen müsste ich nur noch wissen, wo sollst du, möchtest du hingehen? Ich möchte das Meilenticket nutzen. Du möchtest dein Meilenticket verwenden? Roger, es ist alles bereit zum Abheben, aber nur um sicher zu gehen. Bist du bereit? Werkzeug am Start? Hallo Bontakun, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dann los, ab in die Lüfte mit dir. Wie geht's dir denn? Dodo 1 hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab hier jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann viel Glück und guten Flug. Hallo, D-Log. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Ich kann nicht meckern. Die ganze... Oh, oh mein Gott! Roger, kaum zu glauben, aber Flug Lagritz ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Nur zu, ich warte hier und flieg nicht weg. Oh mein Gott. Ob Bienchen oder Bäumlein, der Dodo sagt, pack einfach. Oh mein Gott! Ist das nicht Luzi? Hey, wie cool, dich zu treffen. Ich bin Luzi. Willkommen auf meiner mega fantastischen Insel. Okay, nicht ganz meine Insel, aber später mal. Denn ich werde Popstar und jeder Popstar hat eine Insel. Tut mir leid, ich muss das gerade kurz fotografieren. Du bist also Maika von La Diva. Ich liebe es, neue Leute zu treffen, neue Fans. Nein, Luzi! So. Ja, yay, Bambus! Wenn man Zeit auf der Insel verbringt... Angenehme Chillen. Also ich will Luzi nicht auf meiner Insel haben. Danke, ich werde mich voll anstrengen und entspannen. Und morgen mache ich mich dann weiter, mein Lieben. Oh mein Gott. Und sie sagt Schnauzi. Ah, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ich brauche gar nicht unbedingt Dings, ne? Bitte lass das Bambussprossen sein. Ja. Wisst ihr nämlich, was das Beste ist? Man, ja, Schaufel ist kaputt, aber ist egal. Ich musste gerade einfach nur so feiern, weil meine Schwester heißt halt wirklich Luzi. Und das muss ich der nachher schicken. Beziehungsweise, ja. Die wird mich so hassen dafür. Ich find's trotzdem gut.
Also wir werden jetzt erstmal den Bambus einsammeln. Und das Schöne ist, Bambus muss ich ja überhaupt nicht fliegen. Bambus fliegt sich von alleine. So. Oh, wie cool. Wir haben Bambus gefunden. Das heißt, ich kann meine Bambusinsel machen. Oder meint ihr, das ist eine blöde Idee? Nee, komm, das ist eine gute Idee. Dilok, soll ich dich nachher besuchen kommen, wenn du noch da bist? Nach meinem Inseltrauma hier. Also, wenn du möchtest. Ich bring dir auch eine hübsche Blume mit, wenn du möchtest. Ich habe leider nichts, was ich dir wirklich schenken kann, weil du wahrscheinlich weiter bist, aber... ich kann dir eine Mohnblume mitbringen. Ja gut, aber wenn ich ein bisschen pflanze... Ich sag's mal so, wir spielen das Spiel ja auch noch eine ganze Weile, ne? Was habt ihr denn heute so den ganzen Tag getrieben? Wir haben Barry auch auf unserer Insel. Barry ist jetzt bei uns eingezogen. Wollte ich nur erwähnt haben. Barry ist bei uns eingezogen. Naja, beziehungsweise sagen wir es mal so, nicht als Spoiler. Ist doch egal. Geschätzter unbekannter Leser, ich bin Waren von der Stange Leid. Individuelles ist gefragt. Deshalb habe ich eine Anleitung entworfen. Ich fühle mich dazu verpflichtet, meine Ideen mit anderen zu teilen. Bitte setzt meine Ideen in der Tat um. Keramikgeschirr. Oh, toll. Also nur, wenn du möchtest. So, ne? Das wollte ich jetzt nicht. Ach, hier ist er noch. Nein! Oh nein, du hast mir gute Dienste geleistet. Verdammt, da ist doch noch eine. Kaufen halt noch eine. Bananenquark an Donauwelle. Was kann ich für dich tun? Ich möchte ganz gern Werkzeug. Werkzeug, Roger, gibt's. Es gibt nichts, was es in unserem Mai-Menü nicht gibt. Kann man eigentlich bei dir irgendwie... Ah, oh, dann kann ich bei dir Dings kaufen. Passt perfekt. Was hast du für eine Inselfrucht? Roger, pass auf, dass du damit nicht hinfliegst. Und viel Erfolg. Also noch was brauchst, kreier einfach. Hat einer von euch Rosen? Ich habe gesehen, dass der Rain Rosen hat. Ich will auch Rosen. Kann man was mit dem Bambusholz machen? Ich weiß, dass Bambus Bambusholz gibt. Das habe ich schon beim Skinner gesehen. Es ist so schwierig, sich nicht von Animal Crossing spoilern zu lassen. Weil wirklich jeder es spielt. Du kannst nirgendwo auf Twitch gucken, ohne dass du irgendwie von Animal Crossing gespoilert wirst. Ich meine, Animal Crossing ist ein tolles Spiel. Ah, Orangen habe ich selber schon. Schade. Ich finde es auch krass, dass einfach auch der Bambus, Frühlingsbambus, zwei verschiedene Sorten hat. Das ist so cool, jetzt habe ich auch Bambus. Der wächst aber auch, ne?
komm schon. Nee, nee, ich klau doch nicht eure Früchte. Ich komme einfach vorbei. Und dann sage ich dir, also ich brauche auf jeden Fall Kirschen. Pfirsiche habe ich. Ich habe Orangen und Birnen. Jetzt habe ich Bambus. Also eine Kirsche wäre ganz lieb. Und ein Apfel. Ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht, ne? Gibt es eigentlich Bananen? Ich denke, das reicht erstmal. Oh, hier war noch ein Dings. Nee, habe ich schon. Ich dachte schön, jetzt habe ich den Stein. Ich meinte, die pflanze ich dann irgendwo auf der Insel, dann warte ich, bis die gewachsen sind und dann fertig. Weil die muss ich ja eh noch alle so ein bisschen hübsch machen. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, 5 Bambus reichen. Jetzt nehmen wir noch eine schöne Mohnblume mit. Schokolade an Tiramisu. Was kann ich für dich tun? Ich will zurückfliegen. Du willst Flugschokolade mit Ziel Ladiva nehmen? Hast du auch nichts vergessen? Los geht's. Roger, fertig machen zum Abflug. So, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz die Katze kurz beschäftigen, weil die war schon wieder am Ärgern. Sind wir überhaupt Freunde bei Switch? Musst du mir da, finde ich, so einen Code geben? Oh, willst du einen Gartenzwerg haben? Ich kann dir einen wunderschönen Gartenzwerg geben, wenn du möchtest. Hey, nein. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ah, okay, gut. Ich war mir nicht so sicher, ob wir da Freunde sind. Ich kann ja auch ein paar Kokosnüsse, aber hast du wahrscheinlich selber. Ich pflanze nur noch schnell. Ach Gott, wie müssen die denn verteilt werden? Ich überlege gerade. Haben die auch diese 3x3 Felder? Nee, nee. Ich glaube, die waren doch da entspannter, ne? Guck mal. Nee. Pflanzen. Oh yeah, Bambus. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich zu nah. Aber das müsste noch gehen. Dann bin ich mal gespannt. Kannst du schon deine Insel bearbeiten, D-Log? Gehen wir jetzt mal die Lok besuchen. Bin schon sehr gespannt. Ich bin schon gespannt, wie andere Leute ihre Inseln gestalten. Einfach gut. Die können, ne, im Gegensatz zu mir kann die Lok halt regelmäßig spielen und täglich und stundenlang. Wir kommen in den Lüften. So, was kann ich für dich tun? Ich möchte fliegen. Roger, möchtest du über lokalen oder über online spielen? Ich nicht. Ah, okay, na gut.
Dann bist du halt doch noch nicht so weit. Also, ich habe halt nur im Trailer gesehen, ne? Konnte man, ja, die Insel auch bearbeiten. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Speichervorgang. Da bin ich gespannt. Wie möchtest du verreisen? Per Freundesliste. Oh hey, du spielst zum ersten Mal gemeinsam mit Freunden, stimmt's? Na, da habe ich hier genau die richtige App für dich. Sie nennt sich Beste Freunde und ist ohne zu übertreiben die beste App, die je entwickelt wurde. Die Installation geht auch ratzfatz. Würdest du mal eben kurz dein Nook-Phone hervorkramen? Ich würde ganz gern einfach das Design von dem Nook-Phone ändern. Hallo, Lilly! Ah, okay. Weil ich würde ganz gern meine Insel so fern bearbeiten. Obwohl, Brücken kann man ja auch abreißen, ne? Und fertig, wenn du einen Freund triffst, öffne die App. Alles weitere erfährst du dann. Suche nach Inseln läuft. Lilly, wie geht's dir? Ich glaube, du bist gar nicht up to date, ne? Wir haben gerade einen Flug nach... Wie wird das ausgesprochen? Naep... Dyer oder... Nep... Dyer... Abflug. Abreise wird vorbereitet. Doch, ich weiß, ich reise zu D-Log, aber ich weiß nicht, wie die Insel ausgesprochen wird. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Wir waren ja im letzten Part, beziehungsweise im letzten Stream waren wir ja im Baumhaus. Ich liebe es, wie der eine Dodo mir hinterherläuft einfach. Ich wollte nur mal kurz darauf aufmerksam machen. Mit Ausrufezeichen Miaus könnt ihr eure Miaus abfangen. Ihr habt nur noch bis Montag Zeit, eure Miaus auszugeben, ne? Ne, Quatsch, bis Dienstag. Das heißt, der letzte am Dienstagstream nach dem Dienstagstream verfallen eure Miaus. Also überlegt euch das. Okay, bei Lilly muss ich mir keine Sorgen machen. Okay, keine Ahnung. Ich stehe nicht für Schnabeltier. Ich kann die nicht. Hier spricht euer Captain in Kürze. Ach, sie hat auch Moonbeam. Okay. Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob auch jeder seinen Gurt angelegt hat. Die Uhrzeit beträgt 18.50 Uhr und der Himmel ist wolkenlos. Auch die Temperaturen ist ganz okay. Ah, Dilo könnte sich noch links wünschen. Ah, guck mal, da steht sie. Die verfallen ab Dienstag. Also ihr könnt euch noch Sachen wünschen. Ich muss das Ding noch abholen. Ah, danke schön. Ich habe leider nur so eine popelige Blume für dich, die du ja eh schon hast, aber trotzdem. Obwohl, was habe ich hier? Willst du die Hängematte haben? Komm, ich schenke dir die Hängematte. Ist zwar voll popelig und so, aber ich schenke dir die Hängematte trotzdem. Beste Freunde, mit Hilfe dieser App kannst du sehen, mit welchen Freunden und besten Freunden du gespielt hast. Hast du einen anderen Spieler als besten Freund registriert, kannst du sehen, wer online ist. Seid ihr beide online, dann könnt ihr euch über das Internet Nachrichten zuschicken. Ich schicke dir jetzt einfach eine Anfrage. Immer das, dieses Geguck aufs Handy, ne? So, jetzt müssen wir... Führ mich herum. Ich folge dir auf den Fuß... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sind das deine Kokosnussbäume? Okay, unten sehen wir die Karte von ihr. Oh, das ist schön. Hier hat sie sich so einen richtigen, schönen, kleinen Festplatz gebaut. Schaut euch das an. Aber da darf man nicht rein, anscheinend. Aha. Der wohnt hier? Wer wohnt denn da? Ist das dein Haus?
Tatsache, das ist ihr Haus. Das ist die Switch. Oh, aber ist auch schon weit ausgebaut, ne? Da war aber jemand fleißig beim Häusle bauen. Ah, die Küche. Guckt euch den Fußboden an, der sieht voll schön aus. Erstmal ganzen Strom anmachen, damit es schön die Stromrechnung in die Höhe treiben. So. Okay, ich bin mal so. Okay, das funktioniert nicht. Bin mal so frei. Voll cool. Da bin ich ja mal gespannt. Also man kann wirklich anscheinend sehr viel in diesem Spiel machen. Ich finde, das finde ich voll schön. Was soll ich an dieser Werkbank tun? Etwas herstellen? Ich kann hier etwas herstellen? Ach so, den Blödsinn, den ich so oder so schon herstellen kann. Okay. Ah, die Werkbank ist voll cool. Oh, das Poster von Kakas Slider habt ihr gesehen? Das Badezimmer? Kann man sich jetzt mehr oder weniger ein Badezimmer wirklich herrichten? Wo ist denn die Toilette? Okay. Oh, guckt euch das an, da sind Rosina und Björn. Die hast du auf dem Klo hängen? Echt jetzt? Ich weiß nicht, da hätte ich ein Bild von Tom Nook hingepackt. Mal sehen, jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Ja, hier ist nochmal eine Werkbank. Schön aufgeteilt. Voll cool. Kann ich oben? Kann man sich jetzt da oben auch hinlegen? Ich meine, wie cool wäre das, wenn sie jetzt da oben drauf steht. Kannst du dich da oben drauflegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Ich finde die Wand ziemlich cool. Ich hätte die Wand fürs Klo genommen. Hat sie Klopapier oder Seife? Wahrscheinlich beides. Ich habe Klopapier auf jeden Fall gesehen. Wir können nochmal gucken. Da war das Klo, ne? Ich glaube beides. Ich habe auf jeden Fall Papier gesehen. Hier ist ein Waschbecken mit Papier. Und hier ist das Klopapier. Voll gut. Aber du hast ja auch einen echt schönen Platz für dein Haus ausgesucht, muss ich sagen. Das ist eigentlich voll die coole Idee, dass du dich direkt auf dieses Außending da positioniert hast hier so. Voll gut. So. Ja, hast du dir eine Obstplantage wahrscheinlich gebaut? Braucht man dafür jetzt Dings? Oh, guckt euch das an, ein japanischer Garten. Kann ich Geld spenden? Guten Tag. Dies ist die geplante Standort für eine Hängfahrt. Wir haben 98 und damit unser Ziel erreicht. Okay, ich kann nichts mehr spenden. Moment. Die hat sie auch alles eingezäunt, damit man auch nicht rüberkommt. Sehr schön. Dann gehen wir halt andersrum. Sehr gut. Moment, ich habe doch eine Leiter. Echt? So ganz vorsichtig. Ich habe Angst, dass ich Blumen kaputt trete. Was ist hier? Ach, hier ist ein Camping-Ding. Campingplatz. Cool. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Der Campingplatz ist eigentlich voll die gute Idee. Das Ganze hier. Da hat er sich überall Tannenbäume hingebaut.
Ist das alles hier voll oben mit Tannenbäumen? Coole Idee. Eigentlich. Mann, wieso habt ihr immer so coole Ideen und ich so bin so voll langweilig auf meiner Insel? Kann ich meine Insel resetten? Hallo, Auda. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben immer voll die coolen Sachen hier. Ich bin so... Meine Insel ist immer so voll doof. Nee, mit dir rede ich nicht. Du bist ein komischer Vogel. Aber Lilly muss mich trotzdem runterskalieren. Wo komme ich denn hier lang hier? Was ist denn das? Ah. Wer wohnt hier? Das ist ja Naruto-Stil. Nee, mit dir rede ich auch nicht. Du bist ein komischer Krokofer. Mann! Ich bin gerade super neidisch. Sie hat Reh! Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich heiße Fatima und du bist also Maika. Was für ein schöner Name. Ich hoffe, du bekommst mich immer zu besuchen. Du kommst mich jetzt immer besuchen, wenn du auf Schnabeltier bist. Aber natürlich. Ich bin unterwegs auf der Suche nach Abenteuern oder Büchern. Ich, was meinst du mit so? Ich finde, ich laufe gar nicht so wie so ein Anime. Hier ist anscheinend noch an. Was ist das? Ey, da springt ein Baby raus. Da springt ein Baby raus. nein, nicht wirklich. Ich glaube, man kann die nicht wirklich abwerben. Aber rein theoretisch könnte D-Lock mir Bescheid sagen, dass wenn Fatima auszieht, also ausziehen möchte und sagt, hey, ich bin jetzt am so und so vielten weg, dass ich einen Tag vorher, glaube ich, zu ihr kommen kann, um dann mit ihr zu reden und zu sagen, hey, kommt hier auf meiner Insel, glaube ich. Aber so richtig aktiv abwerben ist, glaube ich, gar nicht, oder? Bin unterwegs, Rudi. Rudi, wer ist Rudi? Wie kann ich nochmal die Karte öffnen? Ach, die App war es, ne? Ach, Rudi ist so ein Esel. Hier ist das Museum. Boah, Lilly, das Museum, das ist so schön, ne? Gehen wir erst da rein oder? Ne, komm, wir gehen hier bei Dings rein. Ja. Hallo, lass mich rein. Da ist ein Bett, Kerze. Interessiert an Artikeln in unserem Regal? Heute im Sortiment. Chrysanthemen. Lilien. Hm. Halt, warte, ich konnte noch. Mach mal auf das Ding. Rudi ist dein Liebling. Ich kann hier Tapeten kaufen. Die nehme ich mit. Ja, ja, ja. Ich will noch den Boden haben. Hey Skinner, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt Bambus und ich habe eine Kirsche. Und ein Apfel. Vielen Dank. Voll das coole Zeug. Hm, der Rest gefällt mir leider nicht so.
Du hast erst seit gestern alles so bäh. Und ich habe jetzt Barry auf meiner Insel. So, wir müssen D-Log irgendwas Schönes schreiben. Post erstellen. Ja. Was cool ist, ich hätte ganz gern eigentlich, soll man D-Log in den Ding schreiben? Ich brauche einen schönen. So. Kann man sehen, dass das so eine Blume ist? Ach, weißt du was? Das ist ein Schmetterling. So. Tada! Schmetterling. Du hast einen Reh eingeladen. Ich habe auf jeden Fall Barry bekommen. Wir brauchen was Cooles zum Schreiben. Was soll ich denn schreiben? Liebe. D-Log. So, Komma. Das ist gut, das nehmen wir. Hier. Lilly muss jetzt immer da sein, wenn wir andere Inseln besuchen, damit sie mir einen schönen Spruch sagen kann. Die ist super kreativ in sowas. Hier könnte eine... Oder halt bei Discord reinschreiben. Ich lese das denn und dann schreibe ich die mir auf. Und... Ich nehme die eine coole... Riecht. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in den Schmetterling rein. Stehen. Punkt. Aber. Also bei Skinner wüsste ich, was ich hinschreiben würde. Ich weiß, dauert jetzt ein bisschen lange. Entschuldigung. Stattdessen. Ist. Wo ist es denn? Ist es. Lauf nicht zu weit weg. Wir müssen noch ein Dings machen. Nur. Komma. Oh nein, es geht in den Schmetterling rein. Ein. Lieber. Gruß. Ich warte auf den Tag, wo man das irgendwie einfach machen kann. Mir. Kann ich das noch irgendwie verschieben? Naja, so geht's auch. Also Nico ist ziemlich oft da. Sehe ich schon.
Echt? Sowas geht? Wo möchtest du dich denn? Wo soll das Thumbnail denn sein? Hier vorne? Hallo, ich bin hier. Nee, das ist ja zu dunkel. Ah, ich denke, wir haben schon. Und ich krieg noch nochmal. Nein, das sowas würde ich doch niemals schreiben beim Skinner. Ich habe eine Nachricht bekommen. Winter? Gibt es eigentlich die Möglichkeit? Das wollte ich auch sehen. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, bei Designs zu gucken? Hier ist genau das, meine ich, so Profi-Designs, wo du halt dir wirklich selber Oberteile machen kannst hier. Also das ist nicht von mir. Aber du kannst hier so Mützen machen. Das ist von mir. Ich meine, kann ich bei ihr irgendwie. Geht das? Kann man. Ich meine, wenn sie jetzt ein Design hat, kann man sich das irgendwie angucken? Ich kann nicht mit dir reden. Das ist krass kacke. Doch jetzt. Hallihallo, Maika von La Diva. Vielen Dank, dass du den weiten Weg ins paradiesische Schnabeltierinsel auf dich genommen hast. Okay. Sie hat ein Schnabeltier-Ding. Aber wie kann man das denn jetzt sehen? Regular? Anfrage gesendet. Ich habe dir eine Anfrage gesendet. Voll schön. Wie viel Zeit haben wir noch? Schade. Aber voll die schöne Insel. Voll schön. Okay, ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Getestet. Tastatur geht? Oh, cool. Voll schön. Hallo, immer wieder schön, Besucher auf Schnabeltierinsel begrüßen zu dürfen. Was kann ich für dich tun? Ich will nach Hause. Roger! Ja, kann ich machen. Genau, muss nur halt dafür mal seine Insel denn aufmachen. Hallo Milk, schön, dass du, also wieder schön, dass du wieder da bist. Ah, die Uhrzeit beträgt so und so viel.
Gut festhalten. Nicht umsonst sind wir die einzigen Fluggesellschaft. Was bringen wir dem Skinner mit? Warte, vorher muss ich noch ganz kurz schnell meine Dings einpflanzen, ne? Meine Dings, Bumskirchen. Hey, Maika, hast du kurz Zeit? Ich habe da nämlich eine Idee. Ist mir beim letzten Marathon gekommen, also pass auf. Du kennst doch Barry, oder? Der ist ja gerade hier auf der Insel gezogen, Pieps. Wenn wir noch mehr so athletische Leute herlocken könnten, hätten wir bald eine coole Truppe zusammen. Für Seiltanzen oder irgendeine Art von Training wäre doch eine feine Sache, Pieps. Deshalb habe ich überlegt, mit einem Deko neue Talente anzulocken. Ich habe schon Martina deswegen angehauen und wir waren uns schnell einig. Wir finden beide, dass du dafür sorgen sollst, diese Deko wirksam zur Schau zu stellen. Okay. Also sorg bitte dafür, dass dieser Gedenkstein gut sichtbar ist, Pieps. Komm gleich wieder. So, wieder da. Hallo Janni, schön, dass du da bist. Ach, du hast die Südhalbkugel gewählt. Okay, cool. Wo soll ich denn den Gedenkstein aufstellen? Die haben wir Macken. Also... Hier kommt die Kirche rein. Yeah. Ich hoffe, dass hier der Apfelbaum wächst. Pflanzen. Hä? Was passiert? Moment, da habe ich noch was. Bin sofort bei euch. Genau, hast du offen? Gut. Fehlen mir jetzt nur noch echt Kokosnüsse? Ja. das ist wahr. Auf dem Boden. Wo ist meine Tapete? Hier. Okay. Das legen wir mal ins Lager. Den Gedenkstein behalte ich. Was habe ich hier? Ach ja. Bis Kinder. Ah. Ich weiß noch nicht, wo ich den Gedenkstein hinpacken soll.
Wenn ich Zäune habe, überlege ich mir das. Dann kommt da so ein schöner Eisenzaun ringsherum oder so. Das war keine Tapete. Hey, willkommen zu den Lüften. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger. Möchtest du lokal? Aber Skinner, ich habe schon ein Thumbnail, ne? Das heißt, du kannst leider nicht mit aufs Thumbnail. Verstanden, dann lass mich mal eben eine schnelle Verbindung mit dem Internet herstellen. Ich wollte nur wissen, wie es aussieht. Das war die Pfötchen, das Pfötchen-Design. Dann gucken wir uns auch an, was Skinner sich für ein Reh geangelt hat. Wen möchtest du besuchen? Per Freundescode. Schauen wir mal, zu welcher Insel möchtest du? Skinner. Auf geht's. Ich weiß nicht, was er mit seiner Figur gemacht hat. Vielleicht rennt die nackig rum. So, dann kann's losgehen. Viel Glück. Ja. Hey, ist es meine Schuld, dass du das falsch geschrieben hast? Ich hatte dich darauf nur hingewiesen. Beziehungsweise nachgefragt, ob das so richtig geschrieben ist. Ich liebe dieses kleine. BB auch. Ne? Ich hab dich abgelenkt. Klar, jetzt gibt wieder mir die Schuld. Nur weil du nicht lesen kannst und nicht unkonzentriert bist. Schweinerei. Immer ist alles meine Schuld, merkt ihr doch. Gut festhalten. Das hast du mit Absicht gemacht, Skinner. Komm, gib zu. Viel Spaß, Milk. Und viel Erfolg. Also an meinem Internet kann es nicht liegen. Jetzt ist der abgehauen. Und wieso piept da irgendwas in meinem Handy? Was ist das für ein Gepiepse? Das irritiert mich. Jetzt noch mal. Ich möchte fliegen. Nochmal. Ist deine Insel zu, Skinner? Also hast du wieder aufgemacht? Mach auf da deine Insel. Hast du auf? Ja, die ist ja noch am Überlegen, ob sie sich jetzt hier auch Animal Crossing holt, ne? Also, warst du denn los, Gerdi, und hast du dir geholt? Wir gucken jetzt mal. Meinst du? Roger. Wo möchtest du denn verreisen? Per Freundesliste. Also, soweit ich weiß, wollt ihr ja holen. Schauen wir mal. Zu welcher Insel möchtest du? Zu Skinner. Also, an meinem Internet kann es ja gerade nicht liegen, weil sonst könnte ich ja nicht streamen. Das wäre ja seltsam. Oh, wisst ihr, was wir heute geholt haben? Wir haben uns heute eine Probewoche Disney Plus geholt. Wir wollen jetzt, dass dieses Disney Plus mal ausprobieren. So, kann's losgehen. Viel Glück. Ich habe mir jetzt schon eine, nee, sogar zwei Folgen Chip und Shep angeguckt. Denn noch
zwei Folgen Darkwing Duck. Und Cool Runnings habe ich mir angeguckt. Genau. Und wir wollen mal die Probewoche probieren. Also ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Ich finde es halt cool. Aber es regnet es jetzt. Ich finde es cool, dass man so Empfehlungen hat, ne? Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Suche tatsächlich. Hat Disney Plus eine Suchdings? Weil ich habe keine gefunden. Skinner kommt noch nicht mal begrüßen, seht ihr das? Ah, da steht er. Hi. Jetzt will ich mir das Reh angucken. Was er... Der hat Fatima! Wieso hat der Fatima? Schweinerei. Echt? Na du? Hallihallo. Ich bin gerade heute hier auf die Insel gezogen. Frederik heiße ich. Und du bist Maika? Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Haus? Ach, du bist von einer ganz anderen Insel? Alles klar, ein Besucher von Ladiva also. Hey, ich ziehe auf einer Insel und schon lerne ich jemanden noch woanders kennen. Kannst doch gern hierbleiben, ich will dich nicht. Er hat Dingsbums. Wie viel Geld habe ich bei? Ablegen. Hier hast du ein Geschenk. Kuchen von Mama. Ich krieg die Katzentorte. So. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich dich geknutscht. Salam, nämlich Aziza. Ich bin bekannt bei all den schönsten Teppichen suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere. Alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böen und Tapeten gibt es bei Aziza. Erwirb, Freunde, vergiss es. Also Bohnen und so, ja, kein Sterni fühlt sich gelockt von Azizas Waren. Ein anderes Mal gewiss. Boden und Teppich kostet beides 3000. Ja. Ne, also das ist nicht ohne. Ich habe ihn nur auf die Wange geknutscht, das geht. Das ist wie so ein Bussele zu Karneval. Wieso habt ihr mal so eine Rotze? Schnäppchen. Ja, ich finde es aber trotzdem arg teuer. Gefällt mich ja nicht so, dass es zu teuer ist. Wo hat er denn das Museum hier aufgestellt? Hier. Ich liebe das Museum, ne? Ich finde das Museum so toll. Ja, das war ein Corona-Kurs, könnte man sagen. Na, Eugen. Hier, das mit den Fossilien. Ich finde das mit den Fossilien so schön. Oh, Skinner war auf jeden Fall sehr fleißig. Guckt euch das an. Ich finde das so schön, dass sie echt so einen Zeitstrahl gemacht haben. Die Wassertiere und alles sowas. Die ganzen Dinos. Dann ist der Asteroid gekommen, dann war erstmal alles ausgelöscht. Und dann, wo sich die einzelnen Tiere draus entwickelt haben, dann haben sie wirklich hier so die Umrisse von den ganzen Tieren, die es gibt. Tierarten. Und am Ende steht man hier. Schön. Hey, ich habe die andere Seite vom Hirsch. Voll gut. Ich weiß nicht, ich finde 3000 sind mal so arg viel. Du kriegst auch so komische Tickets, wenn du bei der Teppiche kaufst, ne? Wenn du irgendwie 5 Tickets von der kriegst, dann kriegst du irgendwie einen Teppich kostenlos oder so.
Ich finde, das Museum ist echt gut geworden. Na, Eugen! Hast dir echt viel Mühe gegeben. Und Yannick war im letzten Stream da und, der Arsch! So ein Arsch. Hier seine komische Katze da, die er da sich gebastelt hat. Du Mistkerl! Da stand, Maika ist immer böse zu mir. Ja, Entschuldigung, Nyan-Cat. Ich wusste den Namen nicht mehr. Entschuldigung. Ich finde deine Nyan-Cat ja auch hübsch. Hat er sich gut abgezeichnet aus dem Dings. Warte. Zieh extra das Bambus-Björn-T-Shirt für dich an. Ist es gar nicht. Überhaupt nicht. Skinner lügt. Ich weiß gar nicht, was ich euch von Skinners Insel zeigen soll, weil er noch nicht so viel gemacht hat. Aber ich will auch Fatima. Aha, guck mal, wie... So könnte ich mir echt vorstellen, dass Reh lebt. Ohne Scheiß. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Verstehe, Maika heißt du also. Freut mich. Mein Name ist Fatima. Schön, mal von jemandem außerhalb kennenzulernen. Bim bam. Guckt euch an, wie süß sie ist. Ja, warte. Die Obstplantage zeige ich. Hier seine Obstplantage hat er sich gebaut. Ich weiß nicht, welche Bäume was sind. Aber er hat alle Pflanzen, alle Früchte. Hier hat er noch so seinen Bambus. Ja. So hat er sich hier seine Obstplantage gemacht. Ich glaube, du wolltest auch noch bis da oben hin, ne? Hey, da oben ist ein Kreuz. Ich glaube, du wolltest hier, glaube ich, noch die obere Ebene mitnehmen, ne? Warte, wir können ein Foto machen und dann mache ich einen Screenshot dann später. Kannst du mich mal bitte angucken? Danke fürs Vorbeischauen, Bim Bam. Ich wollte mit dir reden. Hast du schon den Titel gehört, den Skinner sich verdient hat? City Folk Crossing, okay. Was hältst du davon? Passt er zu Skinner, Bim Bam? Naja, nicht wirklich, du. Drama, Baby, Drama. Nein, dreh dich um, dreh dich um! So. Ich glaube auch, dass die, glaube ich, zu nah beieinander stehen. Kann das sein? Warte. Soll ich lächeln? Soll ich irgendwas machen? Warte, ich kann auch das andere T-Shirt. Da steht noch mein Name drauf. Habe ich gedacht, so Merchandise, weißt du? So. Guck mal, voll das coole T-Shirt. So in lila und dann steht da so Maika. Ich? Krass. Das ist so böse.
Warte. Aber wehe, du löschst das. Ich komme irgendwann auf deiner Insel und wenn ich die Nachricht nicht mehr finde, werde ich richtig sauer. Dann zerstöre ich deine komplette Insel. Dann hole ich mir die Axt und hack dir alles weg. Und zerbrenne deine Blumen und sowas. So, warte, wir müssen noch was zeichnen. Boah, das wird schwierig. Du Mieser! Mies! Scanner, das ist so mies! Ich kann nicht mit dem Finger malen. Ich hab, Dings. Ich spiele mit Controller und nicht mit dem Touchpad. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Mach nochmal, wenn du dich traust, mach nochmal das Tor auf. Komm. Das war wirklich das eine. Und nun? Schade. Man hätte meinen können, er hat das jetzt mit Absicht gemacht. Aber streamst du gerade auch? Nee, das zählt denn nicht. Genau, das merke ich mir. Das hast du mit Absicht gemacht. Sollte offen sein, okay. Nee, aber ich glaube, ich kann das Ding nicht rausnehmen, um zu malen, weil sonst funktioniert das mit dem Stream nicht mehr. Dann seht ihr nichts mehr. Weil das ist ja an der Station angeschlossen, das Kabel. Wenn ich das Ding rausnehme, habt ihr nur noch ein schwarzes Bild. So, folgender Plan. Wir gehen jetzt sofort zu Skinner, zu seinem Dings. Schreiben ganz schnell. Dann versuche ich noch schnell einen Panda zu malen und dann haue ich wieder ab. Wie möchtest du verreisen? Per Freundesliste.
Wir haben gerade einen Flug nach Century, ja. Abflug. Ihr werdet euch fragen, warum ich jetzt nicht an die Häuser gebaut weitergebaut habe, weil ich muss ja da noch die Sachen herstellen. Ich werde ein Haus am Sonntag fertig machen, weil die Bewohner ziehen ja dann immer nach und nach ein. Und wenn ich jetzt aber ein Haus fertig mache und wir erst am Montag wieder Animal Crossing streamen, ist es halt blöd, dann kann ich halt das ganze Wochenende nicht spielen. So kann ich wenigstens Samstag, Sonntag jetzt offline so ein bisschen spielen, Meilen farmen, ne, da auch ein bisschen angeln und so, ein bisschen Geld machen. Und dann am Montag kann dann der erste Bewohner dann wieder einziehen. Dann mache ich das am Dings fertig. Weil eben, das ist jetzt ein bisschen uninteressant zu sehen, wie ich jetzt kurz die Sachen mal hinstelle. Er hat auch einen Schattenlurch. Ja, also der Skinners-Stream, da könnt ihr mal reingucken. Ich verlinke euch den. Der ist auch bei meiner Kanalempfehlung mit bei. Sein YouTube-Kanal, aber ich stelle mal den Link für den für seinen Twitch-Channel rein. Er hat halt dieses Panda-Thema. Nee, Sanctuary ist eigentlich richtig geschrieben, aber als er es zuerst geschrieben hatte, hat er das T vergessen. Jetzt nicht. Geh weg. Das kann ich nicht sagen. Das sollten seine Zuschauer selber herausfinden. Boah, ist genau. Na gut, das machen wir irgendwann mal ein anderes Mal. Ich werde mir das merken. Irgendwann komme ich noch auf deine Insel und dann machen wir das. Irgendwann kriegt er hin. Boah, ich glaube, er hatte keine Birnen am Anfang, oder? Das Problem ist, jetzt habe ich auch noch diesen... Ach ja, den Gedenkstein. Moment mal, wieso habe ich den Kuchen von Mama? Hä? Aber das geht doch nicht, dachte ich. So, du kommst da jetzt mal weg. Guck mal, den hat mir Skinner geschenkt. Bei ihr habe ich schon Sachen gekauft. Ich habe voll die hässlichen Blumen, finde ich. Weil meine Mutter mich hasst anscheinend. Ich habe keine Ahnung. So, ich stelle den Gedenkstein jetzt erstmal hier hin. Ich meine, ich kann ihn ja wieder nehmen, ne? Ja. Wir machen uns das schon schön. Das ist ja mal random, was man von den Eltern bekommt. Ich will das verkaufen. Ach, jetzt habe ich auch gar nicht geguckt, was bei ihm so der Top-Dings war.
Sind eigentlich die Blumen immer anders? 1600, sehr schön. Ja, wahrscheinlich. Nichts, was mich jetzt so interessieren würde, ne? Wenn du irgendwas noch einen Wunsch hast, dann. Also ich denke mal, sobald man wieder einen bestimmten Betrag bei Nepp und Schlepp ausgegeben hat, dass sie dann sagen, hey, wir wollen unser Gebäude erweitern und ja. Guck mal, ich habe hier auch Orangen. Wieso sehen manche so kräftig aus und manche nicht so? Das habe ich auch neu gemacht. Hallo, wie geht's, Pieps? Hey, ich habe gehört, dass mal wieder Land zu vergeben ist. Neue Nachbarn finde ich klasse. Wenn sie fit sind, meine ich. Das versteht sich wohl von selbst, Pieps. Ich finde das komisch. Ich finde das hier, dass der jetzt hier so ein Fass hat, finde ich nicht schlimm. Aber das hier finde ich ja blöd. Ah, hier habe ich eine Schwingschaukel. Aber die schwingt nicht. Merkt ihr das? Das Hippie-Schaf. Ich müsste Post haben. Das ist das McDonald's-Schaf. Kannst du so lange bleiben, wie du lustig bist. Ignoriere mich einfach, Knuddel. Was denn? Zeig her, zeig. Ach so. Ach so. Ganz schön Butterblümchen, mir erst Hoffnung zu machen, mich dann im Regen stehen zu lassen. Ach, stimmt. Ich soll ja diesen komischen Tisch machen. Ach so, echt? Kann man? Ich müsste Post haben. Wo hast du gesehen, dass ich Post habe? Ah, tatsächlich. Von wem habe ich Post? Du hast eine Karte von einem Freund erhalten am Flughafen. Kannst du Karten... Ach, das geht. Sobald eine Postkarte empfangen wurde, wird sie auf Nintendo Switch-Konsole gespeichert und kann nicht erneut empfangen werden. Nicht empfangene Karten bleiben 90 Tage lang auf dem Server gespeichert und werden dann gelöscht. Es können bis zu 300 Karten für dich auf dem Server gespeichert werden. Du mehr erhältst, werden die jeweils ältesten gelöscht und können dann nicht mehr empfangen werden. Oh mein Gott. Du fandest sie toll, also habe ich dir eine bestellt. Viel Spaß damit. Was? Was hast du mir bestellt? Oh, wie cool! Dankeschön! Ich hab die Bonbon-Werkbank! Scheiß auf dich! Oh, guck doch das an, wie schön die ist! Oh! was wollte ich? Ich wollte Dings. Ich glaube, ich brauchte dafür 10-mal Eisen. Ach, warum habe ich eigentlich die nicht genommen? Mini-Werkbank verkaufen wir. Ins Lager. Kommt das ins Lager? Was wollte ich jetzt noch? Ach ja, Lilly meinte, die andere Tapete war hübscher. Thumbnail fertig, passt. Maika ist immer böse zu mir. Pff. Beide sind offline. Dann habe ich irgendwie schon wieder Nuckmeilen. Für irgendwas. Wo ich nicht weiß, was. Ah, ich bin manchmal Tourist. Ich muss noch 10 andere Inseln besuchen. Was wollte ich noch? Ach ja, Designs. Ich hatte die hier an der Wand. Kacheln. Wir könnten auch... Nee, das kann ich nur platzieren, okay. Das ist ein bisschen zu krass, ne? Ich dachte, ich mache halt irgendwas Cooles, so Werbung. Thank you.
etwas herstellen. Ich muss nämlich diese Bank herstellen. Die Alte will diese komische Bank haben. Wenn ich sie finde. Was macht eigentlich überhaupt die Bratpfanne? Gar nichts, ne? Ich könnte auch das hier herstellen. So eine Urwaldtapete. Finde ich aber jetzt auch nicht so cool. Das hier. Was sagt ihr eigentlich zu meiner neuen Frisur? Weitermachen. Ach Quatsch, nicht weitermachen. Guck mal, was haltet ihr denn so von meiner Frisur? Habt da gar nichts gesagt. Geh mal zum McDonald's-Schäfchen. Ich würde ja dir einen Happen zum Mampfen anbieten, aber ich hab's nicht so mit Kochen. Ja, das wissen wir. Das. Na, du machst auch Zucker in deinen Salat. Und sowieso, die Küche habe ich eben erst blitzblank geschrubbt, Knuddel. Na, das glaube ich nicht. Bitteschön. Was? Bist extrem eine coole Socke, Gänseblümchen. Hier, ja, das ist die Mini-Werkbank. Ich flipp aus. Ist das echt eine Eisenarbeitstisch, den meine geschwollenen Äuglein sehen? Hat das Ding jetzt eingesteckt? Die hat das Ding eingesteckt. Dufte Mart hatte schon ewig in 3 Tagen ein Auge auf das Teil geworfen. Bevor das Teil zum Einsatz kommt, werde ich meine Bude nochmal komplett auf Vordermann bringen. Wie du mir, so ich dir. Da, die Schutzstulpen-Schürze ist für dich. Jadi, was ist los? Ist das euer Ernst? Sieht aus wie ein... Nein. Nein. Ja, das geht gar nicht, das Oberteil. So. Ich will cool aussehen. Ja, ich merke schon. Ja, die ist heute ganz romantisch drauf. Was soll ich denn mit dieser hässlichen Schürze? Also echt jetzt. So. Aber behalten wir mal. Nein, das ist nur so ein Oberteil. Die Hose habe ich anbehalten. Das ist nur so ein Oberteil. Ich mag den Teppich voll gerne. Ja, bei Tina habe ich schon Klamotten gekauft. Kann ich beim nächsten Mal zeigen. Tina ist anscheinend jetzt öfters mal in meiner Stadt. Und dann kann ich bei ihr Klamotten kaufen. Wieso haben meine Bäume so unterschiedliche Farben? Das verstehe ich nicht. Willkommen, willkommen. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gern, was hast du denn anzubieten? Die Tapete. Eine Grün-Floral-Tapete. Dafür können wir die 400... Ja gut, gefällt. Ja, Tom Nook hat nicht mal eine Hose an. Hat Tom Nook eine Hose an? Ich mache das jetzt, wie das die anderen gemacht haben. Ich stelle hier einfach so eine Werkbank einfach hier so daneben. Tom Nook überhaupt eine Hose an? Echt jetzt? Aber warum sind die denn unglücklich? Durch die mal gießen, oder wie? Ich habe gerade gar keine Gießkanne bei mir. Naja, wir werden es ja rausfinden, was mit denen ist. Ich meine, Tina ist unter ihrer Schürze auch nackig. Ja, das ist aber kein Geheimnis, dass ich keinen grünen Daumen habe. Nee, der trägt eine Hose. Platzmangel oder so.
Aber das war doch früher bei den Spielen noch genauso, dass du doch immer eins dazwischen haben musstest zu den einzelnen Bäumen. Das ging noch früher auch, dass du so immer so ein Loch dazwischen Platz haben musstest.